Also beim menschlichen Skelettsystem, Muskel, Sehnen, Knochen, Gelenke gibt es natürlich eine Vielzahl von Erkrankungen und Problemen und Funktionsstörungen. Und eigentlich gibt es zwei große Disziplinen, die sich damit beschäftigen. Das ist die Unfallchirurgie, die ich vertrete, und die orthopädische Chirurgie, die der Dr. Pirot vertritt. Und meine Hauptaufgabe besteht halt, Patienten zu behandeln, die jetzt akute Verletzungen haben, die Stürze haben, die Knochenbrüche haben, die vielleicht Sehnenverletzungen haben oder sowas in der Art, also wo ein akutes Trauma im Hintergrund steht. Da komme in der Regel ich als Unfallchirurg ins Spiel. Die Orthopädie beschäftigt sich maßgeblich mit verschleißbedingten Erkrankungen der Gelenke. Das sind Erkrankungen vor allen Dingen des Hüft-, des Kniegelenkes, auch des Schultergelenkes, zum Teil Sportverletzungen, die dann entsprechend der Therapie bedürfen. Und dann gibt es eben auch viele gemeinsame Themen oder wo die Themen aneinander grenzen und wir auch zusammenarbeiten müssen. Ja, wenn wir einen Patienten haben, den wir zum Beispiel mit einer frischen Knieverletzung erstmal operiert haben, der im Verlauf des Lebens aber dann doch ein dauerhaftes Verschleißproblem entwickelt, dann ist es halt gut, wenn man einen Orthopäden an seiner Seite hat, der dann da helfen kann. Und so ist es so ein tägliches Miteinander, also kein Nebeneinander, sondern ein Miteinander, weil es eben eine unterschiedliche Expertise gibt. Ja, mein typischer Patient kommt gar nicht geplant und gar nicht vorgesehen. Der kommt aus einem Schicksalsschlag, aus einem Problem, einem Treppensturz, einem Verkehrsunfall, einer Sportverletzung, einer akuten, wo also nichts vorbereitet, nichts geplant ist, mit einem akuten Problem zu mir, was ich diagnostizieren muss und dann entscheiden muss, wie kann ich dem Patienten am effektivsten helfen. Muss ich einen Knochen einrichten oder muss ich ihn befestigen, operativ versorgen oder geht es auch ohne Operation, was auch häufig möglich ist? Das ist so meine Fachexpertise, um zu schauen, was ist da los an der Wirbelsäule, am Becken, an den Extremitäten, an der Hand beispielsweise. Das ist so dieses Spektrum, wo ich tätig bin und wo ich versuche, für die Patienten eine Besserung der Situation herbeizuführen. Die orthopädischen Patienten haben in der Regel schon einen längeren Krankheitsverlauf hinter sich. Häufig sind jahrelange Behandlungen bei den niedergelassenen Kollegen vorausgegangen. Es handelt sich in aller Regel um verschleißbedingte Erkrankungen, vor allen Dingen des Hüft- und des Kniegelenkes. Neben den langjährigen konservativen Therapien, sprich ohne Operation im niedergelassenen Sektor, werden die Patienten dann meistens im Krankenhaus einer operativen Therapie zugeführt. Wir haben hier die Möglichkeit, über Gelenkspiegelungen gelenkerhaltend tätig zu sein, wenn die Verschleißerkrankungen zu weit fortgeschritten sind, ist häufig die Implantation eines künstlichen Gelenkes erforderlich, die wir hier in hoher Anzahl im Vinzenz Bolotti Hospital durchführen. Wir haben jetzt hier am Vinzenz Bolotti Hospital die Leistung der Orthopädie-Unfallchirurgie an einem Standort konzentriert. Und das bringt für uns insofern eine deutliche Verbesserung für uns und unsere Patienten mit sich, als dass wir jetzt ein sehr deutlich größeres Team vor Ort haben, was diese verschiedenen Spezialgebiete adressieren kann. Weil das medizinische Wissen nimmt zu, die Behandlungsmethoden werden immer differenzierter und das kann man natürlich mit einem großen Team, mit mehr Leistungsträgern, mehr Mitarbeitern besser abfedern als mit einer kleinen Mannschaft.